Wow, der Gockel lebt ja wieder und ich stehe in der Textblase. Wir haben es den 30.11.2021, 8:50 Uhr und ja, der Gockel lebt wieder und ich stehe in der Textblase. Und nett scheint er auch zu sein. Ja, danke schön, Gockel. Oh ja, ich werde jetzt nicht sterben. Bumerang. Ja, so viel Umwege. Also letzten Part haben wir überhaupt nichts hinbekommen, ey. Was soll's. Ein Herz wäre nett. Wie wär's mit einem Herz? Kann ich... Was passiert, wenn ich mit dem Gockel da unten reingehe? Mal gucken. Keine Tiere! Wunderkran, ja. Dann, ja, lass uns mal den Wunderkran machen. Ich hoffe, ich kann das halt abschließen, ey. Weil hier sind noch zwei Dungeons. Der Endboss. Ich will das Herz haben, oder? Das Pulver. Ja, ein Herz! Dankeschön! Ich brauche auch noch Pulver, ne? Ja! Was? Das füllt nur eins auf! Das füllt ganz auf, das wusste ich gar nicht. Ich hab echt gedacht, das füllt nur ein Herz auf, wow! Aber bei dem Shoppen-Item ein Herz kommt, füllt es immer nur ein auf, ne? Wow, das wusste ich wirklich nicht, dass das so viel auffüllt. Das ist nice. Das ist echt nice. Komm, das klappt jetzt, oder? Zack, und... Ja, perfektes Timing. So, noch ein bisschen Zauberpulver. Ich glaube, 10 Stück wieder. Also kriegen wir daraus. Jetzt haben wir 16 so oder so. Ja. Perfekt, 16. Okay. Da haben wir ja, das haben wir mit Kran ja gut gemacht. Aber für mich sah es echt so aus, als ob der zum Beispiel ein Horn hat. Das ist in der Mitte ist ein Horn und nicht irgendwie die Haarlücke. Für mich sah es echt immer aus wie ein Horn. Ich habe mich immer gewundert, warum auch Marin immer so ein Horn hat. Auch ein Pokémon oder so. Ich habe immer gedacht, die Haarlücke sind Hörner, ey. Also ein Horn. So. Komm mit. Ich hoffe, er kommt hier mit. So, wir können die Hühner übrigens anzünden mit dem magischen Pulver. Bei dem Typen, da weiß ich, ob wir woanders es auch können. Also gibt es einen Weg, Hühner hier zu besiegen? Also doch nicht so unbesiegbar. In der Welt, ich denke, boah, jetzt noch den ganzen Weg. Zum dritten Mal heute schon. Wie oft noch? Ah, mit Bumerang sollten wir das alles problemlos hinbekommen. Dann auf geht's. Ich möchte links Awakening abschließen, damit ich Kawaii in die Homeworld nicht hochladen kann. Auf geplant setzen kann. Mir fällt ein, ich muss auch noch ein paar Lost Song Parts hochladen. Ich habe noch nicht alle Lost Song Parts hochgeladen und ja, dann muss ich die noch hochladen. Wie hast du jetzt hochladen gesagt? Ich bin momentan sehr faul und so. Gestern immer wieder The Caligula Effect 2 gestreamt und ja. Aber momentan ist es für mich auch selten. Ja. Was Menzel da gesagt hat, Menzel versteht, das ist irgendwie die so Menzel. Ich finde, ich hab schon tausendmal erwähnt. Ich finde, Mario-Spiel braucht keine Story. Ich finde, im Mario-Spiel sind Texte nur nervig. Außerdem habe ich ein paar, im Level 1 gesagt, Bowser treibt sein Unwesen, das reicht. Mehr braucht der Spieler nicht zu wissen. Bowser treibt sein Unwesen, du musst ihn aufhalten, bla 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 bla. Toad hat gesagt, Bowser treibt sein Unwesen, besiege ihn. Das reicht doch als Information. Da brauche ich groß noch Story. Und ich finde das wesentlich interessanter, wenn die Story passiv erzählt wird. Und wie in halt... Ich mag es, wenn ich Dark Souls, aber ne, es ist cooler, wenn die Story passiv erzählt wird. So, wie geht denn das eigentlich? Nein. Ich muss, glaube ich, das nehmen, ne? Ja, nice. Super, dann fliegen wir mal darüber. Ich will nicht runterfallen. Komm her. Wow, jetzt nicht runterfallen. Fällt immer runter, das ist unendlich. Das ist eine kurze Zeit. Aber keine Ahnung. Vielleicht ist es aber nur ein Screen. Super, wir haben den Schlüssel. Ja, ist nicht hier. Wow, sag mal. Ja, jetzt können wir zum letzten Dungeon. Nicht letzter Dungeon, bin ich doof. Das ist der letzte Dungeon.
vorletzte Dungeon, wenn man die letzten, den Endboss noch mitzählt, vorletzter Dungeon. Einmal das tun, glaube ich, abgeben, ne? Ich glaube ja, das kann ich bestimmt jetzt Dungeon rein oder so. Ich kann keine Treppe hochfliegen, interessant. Wir kriegen nicht alle Muscheln, weil ich die Schaufel weggegeben habe. Hallöchen. Hey Mann, dein Goku fliegt hier tatsächlich, ist das ja ein Ding. Dann solltest du dich mal an ihn dranhängen. Ja, ich dachte, du nimmst mir den ab. Ja. Ich will erst mal gucken. Bam! Ja, wow, ist ja gemein, ey. Nee, das geht nicht. Ja, wie blöd, ey. Die kotzen mich schon wieder an. Ich hoffe, ich komme jetzt problemlos hin und ohne, dass ich Probleme bekomme. Nicht hier runter jetzt. Da kann ich ja runter die Wasserfälle. Also eine Truhe. Ich habe ja noch einen Trank, das ist gut. Kann ich hier oben lang? Ja, das war verdächtig. Kann man im Wasserbaum arbeiten? Nö, es geht nicht. Ah, doch, geht. Ah, komme ich hier zu der Truhe? Ich glaube doch nicht, dass hier was ist. Ah, willst du probieren? Oh, nee, man kann überhaupt nicht hin. Weil man kann ja natürlich hin. War so. Wenn hier was wäre, wäre fies. Ja, yes. Hey, habe ich auch nicht gedacht. Ach, Geld, ne? Ach, am Ende, ich brauche den Mist nicht. Bestimmt, dass da eine Mupfel drin. Na toll. Ja. Was? Jetzt sind alle auf, das verstehe ich nicht. So, eine Mupfel. Ja, eine Mupfel. Die Mupfel habe ich ja keine Ahnung. Ich glaube, die eine da oben kann ich jetzt nicht bekommen. Dann muss ich mir die Schaufel tun, sonst habe ich keinen Bock, ey. Kein Bock, ich habe keinen Bock. Immer die Jugend mit ihrer kein Bock-Mentalität. So, dann geht's jetzt nach rechts und nach dem Part muss ich auf jeden Fall mal wieder auf Klo. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? 10 Minuten? Das heißt, ich muss noch ungefähr 10 Minuten durchhalten. Oh Mann. So, und noch gar keinen Fall hin. Bidim. Budum. Oh, ich glaube, dann 7 und 8 sind so richtig nervig, ey. Naja, was soll's. Schaffen wir schon. Wir schaffen das. Ich wollte gerade graben, aber ich kann nicht graben, weil ich keine Schaufel momentan habe. Wir schaffen das. Komm ich hier raus? Nicht runterfallen, im Berg ist das ganz böse. Eigentlich auch mit Gockel fliegen können, interessant. Wollen wir erstmal da lang? Was ist denn hier Schönes? Ach, eine blöde Fee. Blablabla. Boah, du bist langsam. Das ist zu viel. Nee, spreng dich weg. So, dann werden wir ja gleich da. Der Bumerang ist cool. Bödem. Weg. Oh, ich hab keine Ahnung, ob da irgendwie eine Höhle ist, aber ich hab auch keine Lust jetzt. Oh nö, da muss ich noch Items wechseln, ist so nervig. Ich wünsche mit, ich wollte sagen mit R und L, das gab es im Game gar nicht. Ja, mit Select hätte man das auch machen können. Oder mit irgendeiner Karte, oder? Ja, also wirklich keine Knöpfe frei. Ah, hier ist doch Kirby, ne? Ja, das ist das Kirby Dungeon.
Das Klavier ziemlich gerade falsch. Komm her. Bam. Perfekt. Nimm mal Fehler. Wolf hat einfach nicht kapiert, dass man. Oh, auf den Stein. Wolf, du kannst auf den Blöcken laufen, auch wenn die hoch sind, ey. Dummheit tut weh. Dummheit tut weh, ey. Der Wolf regt mich immer so auf. Lester, Lester, Lester. Hey, nö, das ist nur der Weg zurück. Super Roma. Ein Schlüssel! Kann ich noch so einsammeln, oder? Ja, perfekt. So. Okay, komm ich da ran? Das kann ich so schräg machen, oder? Ja, der Bumerang vereinfacht das einen echt. Der Spiegelschild, habe ich jetzt das Dungeon ausgetrickst? Ich könnte jetzt sogar schon in Dungeon 8 gehen mit dem Spiegelschild. Wow. Ich glaube, ich habe den Dungeon ausgetrickst mit dem Bumerang, ey. Interessant, das finde ich cool. Eieiei. Ich glaube, das war nicht so gedacht. Oh, das ist der Schalter. Damit ist mir die Säulen kaputt werfen. Oh, das finde ich cool. Da habe ich gemogelt. Ich hätte eher mal die Kugel bereitlegen sollen. Das wäre, glaube ich, klüger gewesen. Ja, es wäre es. Alles cool. Mit Bummern kann ich gar nicht cheaten. Das gefällt mir. Ich hoffe, ich habe den Dungeon jetzt ein bisschen kürzer gemacht. Das wäre gut. So hat Wolf nicht kapiert, dass man die Säulen kaputt werfen muss. Ach, der Wolf, der regt mich so auf, der ist manchmal so doof. Ja, Rage. So, dann muss ich noch meinen Schalter aktivieren. Okay, rübergeworfen, gut. Nehme ich wieder die Feder und hüpfe mal darüber. Vielleicht ist ja auch ein Schalter. Ah, hier ist wieder so ein Ding. Ah, ich brauche wieder einen Schalter, perfekt. So, dann werfen wir das zweite Ding ein. Wow, wir kommen ja richtig schnell voran hier. Damn! Wie gut dabei! Ich glaube, jetzt müssen wir die Kugel hier, die Kugel hier so rüberwerfen. Wollen wir mal runter? Ja, lass mal runterfallen. Das ist gut. Jetzt können wir in die anderen Bereiche. Zack. Und zack, der Bumerang ist wow. Ich liebe den Bumerang. Was ist hier? Kirby! Das Kirby! Finde ich cool. Findest du Easter Eggs cool? Wofür du so, oh, falsche Easter Egg. Easter Eggs ist richtig cool. Ich freue mich immer, wenn ich Easter Eggs in Spielen sehe. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Also toll, das hat ja noch viel gebracht. Gar nicht so, weil doch, hier kann ich jetzt durch. Ah, ich verstehe. Oh, hätte ich die Kugel vielleicht hier doch noch gebraucht? Ja, ich hätte die Kugel hier doch gebraucht. Verdammt. Ich weiß, kann ich noch bereinigen. Wow, first try. Oh, der Kompass. Nein. Oh nee, da hätte ich die Kugel da hinwerfen sollen. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich hoffe, den kann ich noch ausmerzen, den Fehler. So. Kirby, hallo Kirby. Find cool, richtig cool. Kirby, komm mal. Die Easter Eggs im Spiel sind echt cool. Kann noch einen einsaugen, das ist cool. Nee, können wir noch nichts machen. Ich hab einen Fehler gemacht, glaube ich. Ich hab wirklich einen Fehler gemacht. Du bist immer noch da, oder? Richtig, ja. Mal meinen Schalter kriegen und dann nochmal runterfallen lassen. Ich würde gerne auf den Stein landen. Ja, perfekt.
Hat Wolf einfach nicht kapiert, ach, man kann ja auf den Stein gehen, wenn ich hoch, sondern darauf fällt, bla bla bla. Ach, Wolf ist so dumm, ey. Es tut mir leid. Ich will nicht lästern. Ja, toll, ich will nicht lästern. Okay, das ist ja kein Lästern, ne? Bla 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 bla. Rage, ey. Aber das Let's Play von dem hat mich so aufgeregt. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Nee, ist auch schlecht hier. Glaube ich. Warum muss ich denn jetzt exakt hin? Soll ich hier mal runtergehen und gucken? Ich mach's mal. Und gerade auch noch den Weg, der schlecht ist, ne? Ich hätte rechts lang sollen. Was? Dead-End-Situation? Ach, Idiot, ja, den Edelzaken. Ach, bin ich doof. Ich hab vergessen, dass der Edelzaken existiert. Hab ich den irgendwie verwandelt in eine Fee? Keine Ahnung. Komm, ich geh jetzt selten rüber mit Rennen, ne? Okay, also ohne Rennen schaffen, dann muss ich zwei Eltern ausrüsten. Nee. Da muss ich wirklich rennen und dann klappt das hoffentlich. Wo ist der Schuh? Da. Was, so funktioniert das nicht? Muss ich die Säule wegmachen? Die Säule, den Krug. So, wo ist die Feder? Nein! So, und jetzt so. Hey, die Perspektive von dem Ding verwirrt mich, ey. Schau ich das nicht? Ich glaube, das kriege ich hin, ich bin so doof. Jetzt wird es dann mir doch verwirrend. Gehen wir aber mal hier links, was soll's. Vielleicht hat das ja was gebracht. Nö, ich kapier's nicht, ich kapier's nicht. Oh doch! Steintafel, okay, naja. Ich will gerne meinen Schalter aktivieren. Oh, okay, hier. Ah, ich bin auf der anderen Seite. Brauche ich noch so einen Schalter? Wo kriegen wir jetzt so einen Schalter? Ach, da hinten, aber hm. Komme ich nur noch da hinten wieder zur Tür, zur Treppe hin? Bin verwirrt. Komme ich denn da noch wieder hin? Nee, ich glaube nicht. Ich gehe mal jetzt will ich mich wieder runterfallen lassen. Ja, ich weiß, dass eine Truhe ist. Oh, was ist denn da? WhatsApp? Nee, war gar nicht WhatsApp. Ach, habe ich mit dem Fernwirk schon gemacht? Ich glaube nicht, ne? Bäh. Muss ich mal einen bestimmten Winkel werfen. Oh Mann, das ist schwer. Und die Karte. Okay, die mit dem Bummern verwandeln, war das so? Tatsache, wow. Nochmal in Zelda 3 machen wir das mit dem Zauberprüfer. Hier machen wir so einen Bummern, wusste ich nicht. So, jetzt, wo muss ich mir jetzt runterfallen lassen? Ich weiß es nicht. Hier? Ich glaube, das war schlecht. Oder? Nee, es war doch nicht schlecht. Aber dieser Schalter wäre falsch, oder? Der ist jetzt wieder falsch. Hä?
Ich hab den Schalter schon, ich hab ihn doppelt aktiviert, ne, bin ich doof. Ne? Hab ihn jetzt auf doppelt aktiviert, boah, bin ich doof. Ich hab den Schalter zweimal aktiviert, wow, bin ich doof. Nochmal. War jetzt so schön, war noch eine Runde. Wie lange nehme ich jetzt auf? Oh, ich kann gleich auf Klo gehen. Gleich den Part, wenn wir auf Klo. Ja, ich brauche es. Wie war das jetzt? Oh, wo kann ich mich fallen lassen? Bitte. Ja, boah, das war knapp. Ganz knapp. Ich hab das jetzt, ich hoffe. Kommen wir jetzt zur Treppe, ja. Wisst ihr was, Leute? Ich danke euch fürs Zusehen. Das war Link zu Welt. Ich denke, ich gehe jetzt mal auf Klo. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.